Ich brauche keinen Applaus. Wenn wer lächelt oder ein Ding, das ist mir viel drüber. Schon mein Papa hat gemeint, dass ich einmal ein Künstler werde. Mein Papa sagte, da war ich noch klein, der Bub wird einmal Künstler sein. Die Ohren groß zur Seite stehend, prägnant am Mund zur Breite gehend, das lange Kinn voll Energie, Voraussetzung für ein Genie. Man zwang mich ans Klavier zu setzen, um die Mäuse aus dem Haus zu hetzen. Ich machte selbst die schwarzen Tasten dreckig. Und es klang furchtbar, grausam, eckig. Und auch die Trommel war verkehrt. Zu viele hatten sich beschwert. Denn Trommeln ist mit Lärm verbunden. Beim Üben über viele Stunden. Aus irgendeiner blöden Laune bekam ich später die Posaune. Da hat man uns das Haus gekündigt und meine Alten fast entmündigt. Als dann bekam ich eine Staffelei, damit ich endlich Künstler sei. Erahnen könnt ihr, was geworden ist. Ein Riesensaustall und Fellmist. So ließ man mich nicht Künstler bleiben und lehrte mich erstmal das Schreiben. Das ist nicht laut, macht nicht viel Mist. Ist doch gut, wenn man kein Künstler ist. Man eckt als Künstler doch nur an, vor allem, wenn man es nicht gut kann.